Im Süden Deutschlands, von Mittelbaden bis zum Bodensee, liegt das größte Zwetschgengebiet des Landes. Hier reift die blaue Königin, die Bühler Frühzwetschge. 1840 zufällig entdeckt, wurde sie zum Exportschlager der Region. Doch die Tage der blauen Königin könnten gezählt sein. Die Frucht passt nicht mehr in unsere Zeit. Einst geschätzt, weil sie früher reif ist, gegen Krankheiten gefeit und wohlschmeckend, verliert sie heute an Boden. Also das ist natürlich ein besonderer Baum hier. Der ist jetzt schon über 45 Jahre alt und ist 7 Meter hoch. Und da braucht man natürlich auch gewaltige Leitern, um diese Zwetschgen da zu ernten. Aber wenn sie dann oben sind und haben den herrlichen Rundblick, dann werden sie ja noch ein bisschen hier entschädigt für die Mühe, die sie da immer haben. Es sind fast nur noch Kleinbetriebe, die im Nebenerwerb die Bühler Frühzwetschge anbauen. 15 Bäume dieser traditionellen Sorte hat Erwin Meyer. Jetzt im August ist Erntezeit. Die Zwetschgenbäume sind ja auch ein Markenzeichen hier von unserer Region. Und das gilt es natürlich auch zu erhalten. Ich bin noch nie auf den Gedanken gekommen, dass ich also diese Bäume absäge und eine andere Sorte pflanzen, sondern ich habe mich also für die Bühler Frühzwetschge begeistert und möchte die Bäume auch, solange es geht, erhalten. Ich bin immer wieder begeistert von dem tollen Aroma und von dem tollen Geschmack, was diese Frucht bieten kann. Deshalb bin ich der Meinung, dass es eine der besten Früchte ist, die wir hier in Nordeuropa da angepflanzt haben. Für Nebenerwerbslandwirte wie Erwin Meyer ist die Wirtschaftlichkeit nicht so wichtig. Er ist Rentner, die Ernte nur ein kleiner Zuverdienst. Vom Anbau der Bühler zu leben ist kaum möglich. Der Baum wächst zu langsam, wird sehr groß und trägt erst nach ca. 8 Jahren Früchte. Weniger zeitaufwendig und viel lukrativer ist der Maisanbau. Befeuert durch den Biogasboom breiten sich die Maisfelder aus, soweit das Auge reicht. Eine Monokultur, die den fruchtbaren Boden auslaugt. Wo der Mais wächst, finden die Bäume nicht mehr genügend Nährstoffe. Über die Hälfte Ernterückgang bei der Bühler, allein in den letzten 4 Jahren. Tina Schei von Slow Food haben die Zahlen alarmiert. Muss die Bühler Zwetschge durch das Stiftungsprojekt Arche des Geschmacks gerettet werden? Nicht alle wollen Projekt Arche Teilhaber werden, weil das natürlich auch mit Arbeit verbunden ist und sie dann natürlich auch nicht mehr gerade so, ich sag mal, machen können, was sie gerne möchten. Es wäre natürlich schön, wenn man mehrere Bauern gewinnen könnte, die sich da irgendwo gemeinsam dem Projekt anschließen. Weil es ist immer schön, wenn wir irgendwas retten können, was die Welt nicht mehr haben will. Und unsere moderne Welt will ja vieles nicht mehr haben. Die Arche des Geschmacks bewahrt vom Verschwinden bedrohte Nutztiere, Pflanzen und Lebensmittel. Alle Passagiere haben einen besonderen Geschmack und eine Region geprägt. Siegfried Huber ist Nebenerwerbsobstbauer und besitzt in dritter Generation noch 70 Bühler Bäume. Hallo Herr Huber, Tina Schei, ich grüße Sie. Frau Schei, hallo. Ich habe mich mal hier schon ein bisschen umgesehen. Ich habe gehört, dass viele, ich sage jetzt mal Obstbauern, die Bühler Zwetschge ummachen, weil es einfach zu anstrengend ist. Ich werde mich wahrscheinlich schon mal trennen von den größeren Bäumen, weil die einfach sehr viel Arbeit machen. Da gibt es jetzt eine neue Sorte, Jofela. Das wäre so eine Überlegung, mit der was zu probieren. Erst durch die Bühler Zwetschge ist die Region zum Obstanbaugebiet geworden. Damals völlig neu war die überregionale Vermarktung. Im August 1884 fuhr der erste Eisenbahnwagen mit 100 Zentnern Zwetschgen von Bühl nach Köln. Es wurde sogar überlegt, einen Flugplatz für den europaweiten Export zu bauen. Es ist schon immer wichtig, dass die Geschichte irgendwo zur Region gehört.
und dass er natürlich auch da verwurzelt ist. Ja, und jetzt mache ich mir einfach so ein bisschen Sorgen, dass die irgendwann ganz verschwindet, weil wenn das in dem Tempo weitergeht, dann haben wir in 4 Jahren eigentlich gar keine mehr. Und ich finde es ganz, ganz schlimm, wenn Obstsorten, die alt sind und Tradition haben, einfach verschwinden. Ja, das Bild rund um den Hof ist halt geprägt seit Jahren von den Zwetschgebäumen. Und neue Bäume zu setzen, braucht man auch Zeit, habe ich auch nicht. Und deshalb ist halt das so von Jahr zu Jahr im Prinzip so verschoben. Der wirtschaftliche Stellenwert der Bühler Zwetschge ist stark zurückgegangen. Eine Zukunft könnte sie in der Nische haben, als hochpreisige Delikatesse. Die Region ist für ihre ambitionierte Gastronomie bekannt. Und die hat die Bühler nicht vergessen. Der Koch Axel Noack setzt die Frucht vielfältig ein. Es macht natürlich immer dann Spaß, wenn es Zwetschgensaison ist. Wobei man mit der Zwetschge auch sehr schön durch gefrorene Zustände, auch im Winter zusammen ein schönes Kompott oder auch mit Zimt, lässt sich das sehr schön als winterliches Gericht kombinieren. Heute auf der Karte ein Bühler Zwetschgen-Sorbet. Die Früchte werden jetzt vermischt mit Läuterzucker, wobei das Mischungsverhältnis stark davon abhängig ist, wie süß die Früchte sind und natürlich auch, wie man es haben möchte. Je mehr Zucker drin ist, desto weicher und geschmeidiger wird es, während es mit weniger Zucker einfach kristalliner und etwas härter wird. Nach dem Pürieren kommt das Fruchtmus in die Tiefkühltruhe. Zum Sorbet gibt es Zwetschgen im Teigmantel, der aus Mehl, Wein und Eischnee besteht. Das ist wie beim Sorbet auch quasi. Die saisonalen Früchte sind da natürlich immer die besten. Und was da frittiert wird, ist eigentlich fast keine Grenze gesetzt. Aber die Zwetschge ist wunderbar und gibt auch ein schönes Aroma. Es ist jetzt schön durchgefroren und wir können es jetzt weiter zum Sorbet verarbeiten. Je cremiger das Eis werden soll, desto öfter sollte die Masse gemixt werden. Dann wieder in den Tiefkühler und wieder mixen. So wird die Kristallstruktur besonders fein. Und ein herrliches Sorbet. Man könnte es jetzt noch verfeinern, auch mit Vanille oder mit einem schönen Zwetschgenwasser. Aber so wie es jetzt hier quasi bei uns jetzt gemacht ist, ist das ein schönes, ehrliches Produkt und jetzt für die sommerliche Frische eine schöne Bereicherung für jedes Dessert. So, dann haben wir hier noch das Dessert. Wer sich die aufwendige Ernte auf der Leiter ersparen möchte, der lässt die Zwetschgen einfach hängen. Sind sie überreif, werden die Früchte vom Baum geschüttelt. Auch Zwetschgen, die weniger als 30 mm groß sind und damit chancenlos im Handel, werden so verwertet. Je länger die Zwetschgen am Baum hängen, desto höher der Zuckergehalt. Perfekt für die Maische, die später zu Zwetschgenwasser destilliert wird. Hunderte Kleinbrenner verarbeiten in Baden so überzähliges und überreifes Obst. Es hat wunderbar gepasst, dass wir da jetzt noch hier die restlichen Zwetschgen da noch hier runterschütteln konnten. Und die werden letztendlich jetzt auch noch einem guten Zweck zugeführt und werden dann natürlich dann als Edelbrand, wird da ein feines Zwetschgenwasser entstehen. Dann nachher. 8 und mehr Wochen gären die Früchte in den Fässern. Je länger, desto besser. Das riecht ja schon fantastisch, da noch gar nicht gebrannt. Erst im Winter wird die Maische in der Brennerei zu Zwetschgenwasser. Herrlich.
Ja, ja, wir werden nicht nur mit Alkohol uns da vollfüllen. Ein bisschen auf die Seite, bitte. So. Gut. Und verschmeckt. Danke, danke. Tollen, saftigen Kuchen. Ja, also nach getaner Arbeit dann hier unter dem Zwetschgenbaum zu sitzen und ein Stück Kuchen zu essen, das ist einfach traumhaft. Das ist Genuss vom Feinsten. Das ist also super saftig. Ja. Mit feiner Säure. Und die Streusel, die sind ganz speziell, die sind super. Tja, so wie man einfach mit kennt, den Zwetschgenkuchen da von der Bühler Früh Zwetschge. Das ist gut gebacken. Das freut mich. 40 Kilometer von Bühl entfernt in Ortenberg liegt die Obstbaumschule Kiefer. Hier versuchen Wissenschaftler der Universität Hohenheim die Zwetschge zu retten. Nicht nur die Bühler ist gefährdet. Die Konsumenten essen lieber Äpfel oder Orangen. Mit süßeren, neuen Sorten soll die Steinfrucht eine Zukunft haben. Wir sind spezialisiert auf die Zwetschgen und wir haben eine Produktion etwa von 80.000, 90.000 Bäumen im Jahr. Und die Zwetschge ist heute ganz gering geworden. Wir vermehren vielleicht noch heute 30 Bäume insgesamt. Für den Hobbygärtner oder für einen Liebhaber. Aber das hat in diesem Segment eigentlich keine große Bedeutung mehr. Auf dem Gelände der Baumschule sind 500 Züchtungen angepflanzt. Süßer sollen die neuen Sorten werden, widerstandsfähiger und besser zu transportieren. Und wichtig für Bäckereien, der Stein muss sich gut lösen lassen. Braucht noch, aber der Stein fällt raus. Und die werden dann schön blau. Walter Hartmann hat sein Forscherleben der Zwetschge gewidmet. 24 Sorten hat er gezüchtet. Die Zwetschgen sind alle weiblich. Die Zwetschge, deshalb weiblich. Die erste Sorte, die ich gezüchtet habe, die hieß Hanita. Nach meiner Frau natürlich, Hanna Anita. Ich habe dann meinen Töchtern einen Namen, alle Namen vergeben, den weiblichen Enkelkindern. Jetzt sind mir die Namen ausgegangen. So, hier haben wir eine neue, ganz neue, starke resistente Sorte mit dem Namen Jofela. Das ist im Moment die Sorte, die sehr viel angebaut wird, weil sie resistent ist und einen sehr guten Geschmack hat. Das europaweit gefürchtete Charka-Virus lässt die Früchte gummiartig werden und macht sie ungenießbar. Die Bühler Zwetschge ist nicht anfällig für das Virus und trotzdem wird sie verdrängt. Das ist die Bühler Frühzwetschge. Der Baum, der steht also schon, ich denke, schon 20 Jahre hier. Aber die ersten 8 Jahre hat er kaum Früchte gebracht. Jetzt bringt er Früchte. Die Bäume der neuen Züchtungen werden maximal 3 Meter groß. So kann ohne Leiter geerntet werden. Schauen Sie mal, hier haben Sie einen wunderbaren jungen Baum. Da sieht man, was die Züchtung heute vollbracht hat. Junge Bäume im dritten Jahr schon 10, 15 Kilogramm. Bei den alten Sorten, bei der Hauszwetschge und bei der Bühlerzwetschge, ist das unmöglich. Die brauchen 8 Jahre, bis sie mal diesen Ertrag haben. Machen wir nochmal eine auf. Schauen Sie mal, wie der Stein rausgeht und dann ist das Fleisch. Das sind Zuchtziele. Zwetschgen sind eine Unterart der Pflaume. Aber sie sind länglicher. Ihr Fruchtfleisch ist fester und säuerlicher. Das ist die neue Sorte Blue Frost. Den Namen hat sie bekommen, weil sie so eine schöne Beduftung hat. Schauen Sie mal, wenn man den wegmacht. Viele Leute reiben den weg, wenn sie eine Zwetschge haben, mit diesem Beduftung. Nehmen sie ein Taschentuch und reiben das weg, weil sie meinen, das ist ein Pflanzenschutzmittel oder irgendwas. Das ist aber nur das Wachs der Frucht. Das ist absolut unschädlich, aber es macht die Frucht sehr schön. Nicht alle Zuchtversuche werden zu neuen Sorten. Doch das stellt sich erst nach ca. 15 Jahren des Probeanbaus heraus. Es gehört nicht nur Können zu, auch etwas Glück in der Züchtung. Die Zwetschge ist eine sehr empfindsame Kultur. Da haben sie nicht jedes Jahr die gleichen Ergebnisse. In einem Jahr sind sie mal sehr gut, dann kommen wieder Jahre, wo sie schlechter sind. Aber man muss es über die Jahre sehen. Das ist entscheidend. Werden die neuen Züchtungen die Zwetschge wieder populärer machen? Oder einfach nur das Aus für die Bühler besiegeln
um wenige Jahre später selbst unterzugehen. Auf dem Hof der Hubers in Oberkirch ist dieses Wochenende Ernte. 70 Bühler Frühzwetschgenbäume tragen reife Früchte. Da Siegfried eigentlich Förster ist und nur im Nebenerwerb Obstbauer, muss die ganze Familie mit anpacken. Die Ernte ist bei uns auch so ein bisschen ein Familienevent. Das würde ich natürlich schon vermissen, klar. Tochter Tina und ihre beste Freundin Chiara gehören zum Pflückteam. Ich habe da was mit meinem Papa ausgehandelt. Und das gibt schon so pro Korb, haben wir gesagt, so 1,50 Euro. So er musste da lang aushandeln, er war persönlich für weniger, aber ich habe ihn dann noch so überredet. Ehefrau Stefanie arbeitet sonst im Büro. Wir haben passenderweise genau in den 2 Augustwochen immer Betriebsferien, das passt dann immer ganz gut. Ja. Da habe ich dann sowieso Urlaub, ja, 2 Wochen für die Zwetschgen. Für die Bühler wird 65 Cent das Kilo auf dem Großmarkt bezahlt. Davon leben könnte die Familie nicht. Auch im Nebenerwerb bleibt wenig übrig, selbst in einem richtig guten Erntejahr. Wir haben sehr oft Probleme, dass sie die 30 mm Durchmesser nicht erreichen, die sie einfach haben muss, weil sonst will sie den Markt nicht. Also, man sieht hier das schöne gelbe Fruchtfleisch von den Bühler. Eine gewisse Festigkeit sollte sie haben und so einen leichten, bitteren Nachgeschmack. Also im ersten Moment süß, aber dann doch so ein bisschen bitter hinterher. So mag ich die Zwetschge. Also die ist perfekt. Siegfried hofft für die Top-Qualität ca. 20% mehr zu bekommen. Das ist so das Produkt, das man eigentlich so erzielen will. Als Nebenerwerbslandwirt ist man dann ganz schön stolz darauf, wenn man so gute Qualität dann produziert für den Premiummarkt. Billige Arbeitskräfte möchte Siegfried Huber nicht einstellen. Professionelle Lohnarbeiter kann er sich nicht leisten. Mit einer Abkehr von der Zwetschge und dem Umstieg auf Äpfel oder Brennkirschen könnte er den Aufwand reduzieren und den Ertrag steigern. Die Anbauflächen für diese Obstsorten stiegen in den vergangenen 5 Jahren um gute 5% in der Region. Ja, war früher Fußballer. Da tut dann doch mal das Knie und die Hüfte und alles Mögliche weh, vor allen Dingen auf der Leiter. Oh, da muss ich mal schauen, wie lange wir das noch machen. Wird wahrscheinlich ein bisschen davon abhängen, wie die Kinder mitziehen. Ob da irgendwann das Gespür da ist, dass einer von denen dann vielleicht weitermacht oder dann in der Ernte einfach auch mehr unterstützt. Aber das kann man dann in 5, 6, 8 Jahren entscheiden, ob das in die Richtung geht oder nicht. Im Moment sind sie ja noch zu klein. Da kann man noch nichts sagen. Für die Hubers ist die Bühler Zwetschge ein Stück Familientradition. Besonders für Siegfried. Er hat immer sehr viel geholfen bei der Landwirtschaft und war immer dabei. Und ich glaube, da hängt sein Herz auch einfach dran, weil er damit groß geworden ist. Er sagt immer, er macht sie weg, aber er macht sie nicht weg, schon seit Jahren. Von daher denke ich, wird sich's noch eine Weile halten. Nicht nur Süßes, sondern auch Herzhaftes kocht Stefanie mit der neuen Ernte. Wir gehen immer im Winter eine Woche Skifahren. Da ist dann schon das Pflicht. Jeder kocht an einem Tag, jede Familie. Und ich muss dann immer das Wildgulasch mitbringen. Mit Zwetschgen natürlich. Das gewürfelte Fleisch von Reh, Wildschwein und Hirsch brät sie in mehreren Portionen scharf an. So, ich mache das jetzt in den Ofen. Und da bleibt es dann so circa eine halbe Stunde, bis ich die Soße fertig habe. So, um den Bratensatz jetzt hier ein bisschen zu lösen, mache ich gerade ein bisschen Brühe dran. In den Bratensaft kommen gewürfelte Möhren und Sellerie. Gleich hinterher die klein geschnittenen Zwiebeln, Knoblauch und Porree.
Wenn das Gemüse angebraten ist, kommen die frischen Bühler Zwetschgen dazu. Sie sind nicht so trocken wie andere Sorten, sondern sehr saftig. Und sie haben einen sehr süßen, süß-säuerlichen Geschmack. Ähnlich eigentlich wie Preiselbeeren. Durch den Zucker und die Konsistenz von der Zwetschge wird es auch alles so ein bisschen dicklicher. Und dann braucht man auch hinterher nicht noch mit irgendeinem Soßenbinder oder einer Mehlschwitze anfangen. Es rundet den Geschmack ab. So, Fleisch raus und ab in die Pfanne. Das Wildgulasch wird mit dem restlichen Fond begossen und muss dann anderthalb Stunden köcheln. Siegfried bringt seine Ware zum Großmarkt nach Oberkirch. Der Markt wurde eigens für die Bühler Frühzwetschge gegründet. Erst dadurch konnten die Bauern überregional verkaufen und der Siegeszug der Bühler beginnen. Heute konkurrieren hier 18 Zwetschgensorten um die Gunst der Käufer. Die Vielfalt schmeckt nicht allen. Große Supermarktketten wollen einheitliche Ware. Es macht Arbeit, täglich neue Sorten, Preise und Herkunftsorte ausschildern zu müssen. Deshalb hat der Markt schon über 20 Sorten aus dem Vertrieb genommen. Die Bühler ist noch im Programm. Hallo, na Ober. Und? Sind Sie mit der Ware zufrieden? Ja, also das, was ich hier sehe, die Bühler in Zwetti, hervorragende Qualität. Schön viel Duft dran, tolle Ware. Ja, die Bühler Zwetschge ist an sich eine Zwetschge, die weniger angebaut wird. Die Bäume werden immer älter. Das heißt, es ist entsprechend wenig Ware auf dem Markt. Die Leute werden immer älter, haben beispielsweise keine Betriebsnachfolge. Und dann werden die Zwetschgenbäume halt einfach abgeholzt und Anlagen werden gerodet. Eigentlich eine hervorragende Sorte, die einen hervorragenden Geschmack hat und auch draußen beim Endverbraucher sehr gut ankommt. Tina Schei von Slow Food hat weiter recherchiert und ist jetzt sicher, dass die Bühler Frühzwetschge alle Kriterien erfüllt, um Schutz durch ein Arche-Projekt zu bekommen. Nun müssen die Obstbauern der Region überzeugt werden. Hallo, Herr Huber. Ich habe Ihnen was mitgebracht. Man soll ja nicht mit leeren Händen kommen, gell? Ein Slowfood-Magazin. Okay. Ja, und da wollte ich Ihnen unser Arche-Projekt ein bisschen näher bringen. Bei Slowfood gibt es ein Projekt auf internationaler Ebene. Das nennt sich Arche des Geschmacks. Trägt den Untertitel Essen, das man retten will. Okay. Und ich würde jetzt gerne mit Ihnen zusammen die Bühler Zwetschge retten. Aber bisher wurde die Bühler als nicht unbedingt angefragt, weil es von der Beerntung natürlich sowieso schwierig ist. Aber dieses Jahr ist die Qualität einfach so überragend von den Bühler, dass man da angefragt wurde, schon tut dem eigenen Ego natürlich auch gut, ja. Für Sie wäre es natürlich auch toll, weil über das Medium, die Zeitung, das Internet, wir haben die Slow Food Messe in Stuttgart, da wird natürlich so ein Arche-Passagier auch beworben. Ja, und der Mensch, der Verbraucher wird im Prinzip darauf hingeführt, dass er hier was Besonderes hat, ein wirklich regionales Produkt, das fantastisch schmeckt. Ich denke, da kann man auch den Preis dem tollen Produkt ein bisschen besser anpassen, wenn man irgendwo das in der Begleitung von Slow Food und der Arche hat. Ja, wobei man natürlich dazu sagen muss, man darf sich jetzt eine Blende lassen. Das Produkt ist nicht jedes Jahr so schön wie dieses Jahr. Sind Sie auch nicht so negativ? Jetzt sind Sie mal positiv. Ja, ich bin ja positiv, sonst hätte ich ja die Bühler nicht mehr. Also. Und das werden wir gemeinsam schon schaukeln. Lassen Sie uns nochmal machen. Kriegen wir schon hin. Da bin ich gespannt. Ich auch. Ja. Ihre Marktmacht hat die blaue Königin verloren. Als edle Traditionsfrucht könnte sie eine Zukunft haben. Musik
Also das Eiche-Projekt finde ich von der Idee her sehr gut, dass man für die Bühler einfach da mal eine neue Vermarktungsmöglichkeit sucht, um die einfach entsprechend zu bewerben. Ob ich das selber mitmache, wird ganz entscheidend davon abhängen, ob dann verschiedene andere Erzeuger mit dabei sind, weil ich einfach davon ausgehe, dass wenn die Menge dann zu gering ist, und da bin ich einfach auch zu klein dafür, dann wird sich das nicht entsprechend platzieren. Aber so in so einer Erzeugergemeinschaft könnte ich mir das durchaus vorstellen, dass das dann einfach in der Zukunft interessanter wäre. Ihr einzigartiger Geschmack und ihre besondere Bedeutung für die Region ist der Bühler Zwetschge nicht zu nehmen. Ob das ihr Überleben sichern kann, wird sich zeigen.